lernen wir Ghazi Husrev-Bey kennen. Es wird geschätzt, dass er um 1480 geboren wurde. Sein Vater war Ferhat-Bey und seine Mutter war Selçuk-Sultan, die Tochter von Sultan II Bayezid. Sein Vater starb 1485 in einem Krieg gegen die Kylemen, als er der Wächter von Adana war, und seine Mutter starb in der Gesundheit von Sultan II Bayezid. Es ist bekannt, dass nach dem Tod seines Vaters ein großer Bauernhof in Serres geerbt wurde und er sich mit seiner Mutter in Istanbul niederließ. Er muss wie die anderen Sultansarten besonders ausgebildet worden sein. Als sein Onkel Schieze der Mehmet Kefe 1503 in das Sandschak-Fürstentum berufen wurde, ging er mit ihm und wurde sogar als sein Botschafter nach Moskau geschickt. Husrev-Bey, der später in das Sandschak-Fürstentum Smederevo geschickt wurde, leistete in dieser Position wichtige Dienste bei der Besetzung und Eroberung Belgrads. Um den Fall dieser wichtigen Festung zu erleichtern, nahm er die Festung Zemun auf der anderen Seite der Save und wurde nach der Eroberung Belgrads zum Sandschak-Fürstentum Bosnien ernannt. Während dieser Mission, wo er 4 Jahre blieb, eroberte er die Burgen von Knin, Skradin, Ostrovica. Aufgrund seines Scheiterns in der Schlacht von der Burg Jajce wurde er jedoch 1525 kurzzeitig seines Amtes enthoben. Er wurde dann erneut zum Sandschak-Fürstentum Bosnien ernannt und blieb diesmal bis 1533 im Amt. Während dieser Zeit nahm Husrev-Bey an einigen Feldzügen von Sultan Suleiman teil und erweiterte die Grenzen seines Bereiches mit neuen Eroberungen in der bosnischen Region. Er nahm an der Schlacht von Mohacs mit den bosnischen Sipahis teil, wobei er erfolgreich die Taktik anwandte, die ungarischen Streitkräfte zusammen mit Balibey von hinten anzugreifen. Danach eroberte er viele militärisch wichtige Festungen und Palankas in Bosnien, Dalmatien, Slawonien und Kroatien. Die Rückeroberung von Jajce ist eine der wichtigsten Errungenschaften von Husrev-Bey. Jajce, das letzte Zentrum des bosnischen Königreichs, das 1463 während der Herrschaft von Fatih Sultan Mehmet erobert wurde, später aber in die Hände der Ungarn fiel, wurde 1528 zum zweiten Mal belagert und konnte die Macht übernehmen. Ghazi Husrev-Bey wurde Ende 1533 in den Sandschak von Smederevo berufen und diente dort bis Mitte 1536. Während dieser Zeit knüpfte er verschiedene diplomatische Kontakte mit Nachbarstaaten, insbesondere den Habsburgern. 1536 blieb Husrev-Bey, der zum dritten Mal in das Sandschak-Fürstentum Bosnien berufen wurde, bis zu seinem Tod in dieser Position. So wurde er für insgesamt 17 Jahre zum Sandschak-Fürstentum Bosnien. Während des dritten bosnischen Fürstentums eroberte Jaja Pascha zusammen mit seinem Sohn Mehmet bei 1536 Pocega und deren Umgebung und griff dann die Burg Klis an. Nach dem Sieg von Murad Vojvoda, dem Ketüder von Husrev-Bey, gegen die Streitmacht von 10.000 Mann, die von Erzherzog Ferdinand geschickt wurden, ergab sich die Burg Klis. Das Sandschak-Fürstentum Klis wurde Murad Vojvoda übergeben. Am 18. Juni 1541 wurde Husrev-Bey, der in Sarajevo starb, im Grab im Hof der Ghazi Husrev-Bey-Moschee beigesetzt, die er zuvor erbaut hatte. Die Menschen konnten den Tod dieses Ghazis nicht wahrhaben und verschiedene Geschichten tauchten um seine Persönlichkeit und Aktivitäten auf. Er wurde unter dem Spitznamen Ghazi wegen seines Erfolgs und Teilens an den Eroberungen bekannt. Zusätzlich zu seiner intensiven Eroberung und Gaza-Aktivität baute Ghazi Husrev-Bey religiöse, kommerzielle und kulturelle Einrichtungen, die eine sehr wichtige Rolle bei der Islamisierung von Sarajevo und seiner Umgebung spielten. Aus diesem Grund wird Husrev-Bey als erster Gründer von Sarajevo und Ghazi Husrev-Bey als zweiter Gründer gezeigt. Sein Kulturkomplex, den er mitten in der Stadt errichtete, wurde zum Symbol, diente der Gesellschaft jahrhundertelang und viele Menschen wuchsen in seiner Mätresse auf. Die Bibliothek, die in der Anlage nach ihm benannt ist, war ein kultureller Schatz mit einer reichen Sammlung in Arabisch, Türkisch, Persisch, Bosnisch und anderen Sprachen sowie sehr wertvollen türkischen Dokumenten und Aufzeichnungen. Die Gasthäuser, Bäder, geschlossener Markt, Basare und Geschäfte, die diesem Komplex zugeordnet waren, waren eine wichtige Einnahmequelle für die Einrichtung und spielten eine wichtige Rolle im kommerziellen und wirtschaftlichen Leben der Stadt.
In den Quellen und Beschreibungen einiger ausländischer Botschaftsmitglieder und Reisender wird Ghazi Hüsrev-Bey als eine Person beschrieben, die stämmig ist, sehr vorsichtig mit seiner Kleidung umgeht, Größe liebt, gerecht, würdevoll, mitfühlend gegenüber den Armen und tolerant gegenüber Nichtmuslimen ist. In der Ghazi Hüsrev-Bey Moschee in Sarajevo ist es Tradition, jeden Tag nach dem Mittagsgebet Koran zu rezitieren, um seiner Seele gewidmet zu sein. Im Jahr 1988, anlässlich des 450. Jahrestages der Gründung der Ghazi Hüsrev-Bey Medrese an der Fakultät für Islamische Theologie in Sarajevo, wurde eine große Zeremonie organisiert und Ghazi Hüsrev-Bey ernannt und verschiedene Publikationen anlässlich dieses Treffens gemacht, an dem Delegationen aus dem Ausland teilnahmen.